Man hat einige Zeit nichts von mir gehört, aber ich bin jetzt wieder da mit einem Video. Und zwar bemalen wir heute Masken, beziehungsweise male ich Masken an. Hier seht ihr jetzt nochmal, wie ich in meinem chaotischen Büro versuche, mich irgendwie zurechtzuwurzeln für dieses Video. Und noch ein bisschen Kaffee trinken. Jetzt ist nicht eine wunderschöne Tasse. Setting aufbauen, nochmal ein bisschen blöd gucken und dann geht's auch schon los. Wir brauchen Baumwollmasken, sieht aus wie ein Schlüpfer. Boing! Etwas zum Farbe abschmieren. Pinsel, ich nehme bei Acrylfarbe immer gerne Synthetikpinsel. Und Acrylfarbe. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja erstmal alles grundieren muss, dass es noch trocknen muss und dass ich deswegen eigentlich heute nur mit Grundieren beschäftigt bin und erst am nächsten Tag weitermalen kann. Ich hatte mir drei Motive rausgesucht, die ich malen möchte. Bei dem ersten Motiv musste erstmal blaue Farbe rauf. Hier zeige ich euch einmal mit meiner Zeichensprache, dass es ein bisschen dauert. Die zweite habe ich in so einem Beige-Ton gemacht und die dritte ist dann rosa geworden. Und da ist es schon am nächsten Tag und es gibt erstmal Tee aus der Thermoskanne. Und schnell nochmal gucken, ob der Mann zuguckt, wie man bescheuert Kaffee in die Kamera hält. Nee, alles in Ordnung. Ich tue jetzt mal so, als ob ich ein Kunstkenner wäre. Ich habe nämlich die Sternennacht von Vincent van Gogh versucht nachzustellen. Ist natürlich nur daran angelehnt und jetzt nicht eins zu eins nachgemacht. Das würde ich auch gar nicht hinkriegen, glaube ich, bei der Größe. Ich habe es mir tatsächlich ein bisschen einfacher vorgestellt. Durch die Grundierung ist das alles nämlich ein bisschen wellig und hart getrocknet. Aber nach ein bisschen Zeit habe ich es hingekriegt. Man muss halt immer mit dem Finger so ein bisschen den Stoff runterdrücken und dann aufpassen, dass man da nichts verschmiert. Aber es gefällt mir eigentlich ganz gut. Es sind einige Schichten Farbe geworden. Die Maske ist relativ dick. Das ist das Tolle daran. Da kommen keine Bakterien nach draußen durch diese Maske. Aber atmen? Kannst du damit auch nicht. Jetzt kommt gleich mein Lieblingsteil mit diesen Kringeln. Den mochte ich sehr gerne zu malen. Alles andere sind so kleine, feine Striche. Und die Highlights am Schluss, die machen mir eh immer bei allen Bildern am meisten Spaß. Unnötige ästhetische Aufnahmen liebe ich. So, die Sternchen überall, hier nochmal ein, da nochmal ein weißer Strich, da nochmal ein bisschen gelb, wie kleine süße Spiegeleier. Viele Farbschichten später haben wir es dann geschafft. Und so sieht das Endergebnis aus. Ich mag's. Und wir sind auch schon bei Nummer 2. Eigentlich wollte ich von Michelangelo dieses typische Bild mit diesen... Was ist das? Adam und Eva mit diesen zwei Händen machen? Ich sage ja Kunstbanause. Wie ihr seht, ist es dann doch was Abstraktes geworden. Ich dachte erst, es haut nicht hin, Lene. Es haut nicht hin, dass du dir vorstellst. Was wird das? Ich möchte immer gerne die Farben und alles kontrollieren. Und bei Abstrakt ist ja gerade das Reizvolle daran, dass nicht alles schnurgerade ist. Da machen wir nochmal ein paar Farbspritzer drauf. Und es war mir jetzt noch ein bisschen zu schlicht, also habe ich dann, ich habe viele Sachen wieder verworfen, nochmal einen Kreis gemacht, den habe ich dann ausgemalt. Ich habe mir die Aufnahme nicht vorher angeguckt, ich weiß selber nicht, was ich da mache. Und dann tupfe ich und mache nochmal so ein paar Striche am Ende, damit es eher aussieht wie so ein Pinselstrich. Da auch nochmal die Lücken füllen, weil das Ganze mega hart gewellt ist. Ist ungefähr so wie ein Stein anmalen, diese Maske zu bemalen. Hier noch mal ein bisschen. Okay, hat mir nicht gereicht. Jetzt kommt noch mal Pink dazu als Kontrast. Fand ich ganz gut. Ich finde auch schön, wie sich das dann unten so vermischt. Und quer auch noch mal. Oh, das sieht doch aus wie aus einer Kunstausstellung. Hier noch mal zwei Bibbeldi Bobbeldi. Noch mal kleiner und so. Und hier noch mal so. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber es sieht gut aus. Wir haben Striche, es fehlen also noch kleine Kreise. Bobbeldi, Bobbeldi,
Bubble Tea. Und weil es mir nicht gereicht hat, kommen dann nochmal Farbspritzer mit Hellrosa obendrauf. Ich habe aber bei der Maske zum Glück den Moment gefunden, wo man aufhört. Und finde, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein Galaxiedesign. Was wollte der Künstler uns damit sagen? Wow, sieht das toll aus. Geil, die sitzen ja super. Und jetzt kommt die allerbeste Maske. Es sieht einfach komplett aus wie Windel. Ich habe so einen Terrakotta-Ton genommen auf Rosa. In dem Moment gerade weiß Vergangenheitslene noch nicht, was sie da macht. Es soll also auch wieder ein abstraktes Werk werden. Ich mache noch mehr Farbe drauf, damit dieser glossy, shiny Windel-Effekt noch mal mehr rauskommt. Und was ich in diesen folgenden Videosequenzen tue mit dieser Maske, ich weiß es nicht. Ich war zwischen Verzweiflung und, oh mein Gott, ich bin ein Künstler, das sieht so toll aus. Seht selbst, ich lasse jetzt die nächsten Bilder für sich sprechen und frage euch im Anschluss, würdet ihr euch diese Maske ins Gesicht halten? Würdet ihr? Hier habe ich jetzt nochmal versucht, mit hellbraun was zu retten, also braun nochmal rüber zu schmieren. Und dann machen wir nochmal Linien drauf. So, noch eine Linie. Hier nochmal so gefällt, hoch und runter. Okay, Punkte. Punkte retten immer alles. Nochmal die hier nochmal ein bisschen hin. Okay, sieht ein bisschen aus wie so eine Sonne. Hier nochmal. Und wir werfen alles wieder um und schmieren nochmal auf diese Schicht eine neue Nuance des Windelinhalts drüber. Hellbraun wird es retten, habe ich mir gedacht. Hellbraun macht das Ganze noch besser. Also auch nochmal alles wieder rüber, da lecker. Mhm. Pink. Pink wird es jetzt retten. In kreisförmigen Bewegungen einfach oben rüber schmieren und dann nochmal verteilen. Und dann hat man dieses wunderschöne Ergebnis. Ich frage euch nochmal, wer würde das tragen? Ich versuche es jetzt nochmal im getrockneten Zustand zu bearbeiten mit Acrylmarkern. Ich leite nochmal ein paar ästhetische Aufnahmen, wie ich Sterne mal. Hierunter also noch ein paar Highlights gesetzt und dann hier nochmal ein Pünktchen, da bin ich ein bisschen ausgeartet, habe noch ein paar abstrakte Elemente eingesetzt. Es ist okay, aber ich würde es niemals tragen. Und hier seht ihr jetzt nochmal im Tageslicht die Endergebnisse. Das erste finde ich am schönsten, das zweite finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war vielleicht eine kleine Inspiration. Alltagstauglich sind diese Masken wahrscheinlich eher nicht, aber es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal!